Ich bin Emma, ich bin 16 und bei mir ist die Mutter gestorben vor 7,5 Jahren ungefähr. Und ich bin heute, glaube ich, mit so einer gelben Kerze hier, würde ich sagen, weil ich ja auch die Sonne ganz schön fand heute, auch wenn es ganz kalt war. Also ich bin Helena, ich bin 15 und ich habe vor 4 Monaten meinen Papa verloren. Und eigentlich weiß ich überhaupt nicht, welche Farbe ich gerade zuordnen würde. Also ich würde sagen Pink, weil also rosa, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Okay, ich bin Jana, ich bin 15 Jahre alt und meine Mama ist vor 131 Tagen gestorben. Und an Krebs. Und ich nehme einfach Rot, weil das noch keiner genommen hat. Eigentlich, sag ich mal, mit der Farbe Orange hier, weil ich finde, habe mich heute gefreut, dass wieder so halt die Sonne so schön geschienen hat. Wir sind in einer Trauergruppe für Jugendliche in Gelsenkirchen. Alle, die hier sind, haben eins gemeinsam. Sie wollen den Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen verarbeiten. Trauerbegleiterin Mechthild Schröter-Ruhpieper hilft ihnen dabei. Wie kann man es schaffen, das Unfassbare zu begreifen, es zu akzeptieren? Lässt sich Verzweiflung in Lebenskraft umwandeln? Ihr seid ja nicht alle das erste Mal super fröhlich hier angekommen. Also eine Trauergruppe hört sich ja auch, naja, so vielleicht auch an, man sitzt da im Kreis und man trauert. Also ich sag mal so, ich glaube, ohne die Trauergruppe hätte ich einfach mit der Trauer gelebt, beziehungsweise sie vielleicht auch verdrängt. Aber so lernt man halt, wie man damit umgehen kann. Und also ich merke das auch persönlich, wenn ich länger nicht hier war, dass ich dann, also ich brauche das richtig, dass ich dann wieder hier hinkomme. Das ist gar nicht zwingend hier so, dass man über Trauer reden muss. Man redet, ja, also eigentlich über alles. Das finde ich gut. Und ja, das ist halt einfach so, dass man hier verstanden wird mit dem, was man sagt. Das Leben von Helena hat sich vor fast einem halben Jahr radikal verändert. Ihr Vater Olli stirbt ohne jede Vorankündigung mit nur 43 Jahren. Am Tag vor seinem Tod waren beide noch sehr glücklich. Schalke gewinnt gegen Borussia Dortmund. Was war der Verein für ihn? Boah, ich glaube ganz, 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 ja, Leidenschaft hört sich immer so doof an, aber war auf jeden Fall ein Hobby und auch Spaß, mit Spaß verbunden, auch ja, Aufregung. Wenn der Papa Fußballspiel guckt, war der immer nicht ansprechbar. Der war immer ganz konzentriert und der war auch nicht laut, der wurde auch nicht laut oder hat auch nicht so besonders gejubelt, hat nie mitgesungen, das hat mich so aufgeregt immer. Wir haben alle immer mitgesungen und der Papa hat nie mitgesungen. Und ja, war auf jeden Fall schon was Wichtiges für ihn, glaube ich. Dankeschön. Andere Leute brauchen das, die gehen zum Grab oder in die Kirche und beten. Und ich bin einfach da, wo ich den Papa ganz nah bei mir hatte. Schalke ist zum Beispiel so ein Ding zwischen mir und meinem Papa gewesen. Ich war immer mit. Ich glaube, der war auch ein bisschen froh, dass ich das so mit ihm gemacht habe. Ich bin dann lieber an Orten, wo ich dem Papa dann nah war, wo der für mich immer noch ist. Also ich glaube nicht, dass mein Papa die Seele auf dem Friedhof liegt. Ich glaube, die schwirrt überall da, wo er gerne war. Die Trauer ist auch im Leben von Helenas Mutter Christiane und ihrer kleinen Schwester Antonia zu einem festen Begleiter geworden. Noch mal zusammen frühstücken, hin und wieder vielleicht. Seit Ollis Tod sortiert sich in ihrem Alltag alles neu. Wollt ihr helfen? Nee, brauchst du nicht. Was hat sich so an den Samstagen verändert, seit der Papa nicht mehr da ist? Ja, verändert hat sich im Wesentlichen, dass wir oft und viel was zusammen gemacht haben. Und jetzt in letzter Zeit haben wir das gar nicht mehr. Wir haben eigentlich immer, ich hatte rund um die Uhr was zu tun und war beschäftigt. Und die Kinder haben ihr eigenes Ding gemacht und ich habe mein Ding gemacht. Dass wir da jetzt nochmal gemeinsam irgendwo unterwegs waren, war ganz selten. Also auch gerade samstags nicht. Ne? Das ist so, dass, ja, das
anschneidender eigentlich. Ne? Nur was die Kinder sagen, das ist, was sie von Anfang an gesagt haben, war: Mama, wer macht jetzt den Scheiß mit uns? Ne? Weil der ja auch immer veräppelt hat und immer verarscht hat, ehrlich. Also, wer macht jetzt den Scheiß mit uns? Ne? Ja. Übernimmt den Scheiß die Mama jetzt ein bisschen? Ja, so ein bisschen ja, ne? So ein bisschen ja. Aber ich habe es eigentlich immer gerne dem Uli überlassen früher, ne? Ja, das übernehme ich jetzt auch mit. Und das ist auch manchmal gar nicht so schwer, weil die ja auch immer wieder Mist machen und Quatsch machen und gut drauf sind und lachen. Dann und das taucht immer wieder auf. Die sind immer wieder fröhlich und immer wieder gut drauf. Und ja, und genauso gut immer wieder traurig und immer wieder am Ende, ne? Ja, wobei die Toni das ja gerne versteckt, ne? Da traurig sein. Dann habe ich dir den Gefühlspinguin mitgebracht. In den besonders schwierigen Phasen kommt Trauerbegleiterin Mechthild Schröter-Ruhpieper zur Familie nach Hause. Wahrscheinlich siehst du so aus. Dann was würdest du denn erklären, warum du dann so aussiehst? Ich würde erklären, dass es so ist, weil ich mich immer freue, so mit dir zu reden, weil Mama hat ja auch schon gesagt, dass ich sonst so mit niemandem rede und dann freue ich mich immer mit dir zu reden und auch wenn man so über traurige Sachen redet, ist es nicht so. Viele denken dann ja auch, wir sitzen zusammen und ich heul und du guckst zu und ich tröste dich, dass ich streichel dich. Ich finde, blaue Augen können am besten strahlen, aber blaue Augen können auch die Tränen darstellen. Das ist für mich der Gefühlspinguin, der Name sagt mir Gefühl. Und dann stelle ich mir das vor, das ist mein Bauch. Und den male ich mit den Gefühlen, die in meinem Bauch hochkommen, wenn unterschiedliche Dinge passieren. Und da werde ich halt jetzt auch so die Gefühle, die viele Gefühle reinmalen, die mir jetzt so bekannt sind. Eine Traurigkeit, wie ich mich fühle, wenn ich gerade Traurigkeit mal unterdrücke oder wie ich mich fühle, wenn Mama weint und all sowas. Mhm. Magst du den einmal noch ein bisschen runter machen, den Kopf? Runter. Okay. Super, danke. Auf dem Bild, da waren wir in Berlin und auf dem, wo wir alle vier drauf sind, das war jetzt erst letztes Jahr in Italien im Urlaub. In welchen Momenten kannst du das sagen? Bist du eigentlich so am traurigsten oder wann kommt die Trauer so mit so einer großen Wucht noch ins Leben geknallt bei dir? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe das manchmal in der Schule, das haben wir schon mal mit Mechthild besprochen, ich habe das immer so, zuerst, der Papa ist ja im Bett gestorben und zuerst konnte ich gar nicht ins Bett, ich konnte nicht mehr ins Schlafzimmer. Mittlerweile ist es in dem Haus schon mein Lieblingsort, weil ich für mich dann einfach denke, da ist der Papa mir gerade sozusagen am nächsten. Und dann ist es in der Schule, fällt es mir so schwer, da war der Papa zweimal höchstens. Und da ist er halt für mich noch weiter weg, als er sowieso schon ist. Und da kommt es halt immer sehr heftig. Natürlich habe ich es auch manchmal schon noch hier im Haus, dass es dann sehr heftig kommt, aber nicht so oft wie halt wo der Papa nicht so oft war. Vor der Beerdigung ihres Mannes sucht Christiane nach Hilfe und nimmt Kontakt zur Trauerbegleiterin auf. Eine öffentliche Seelsorge gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Ein Förderverein unterstützt nun die Trauerhilfe. Ansonsten müsste die Familie die Kosten selbst tragen. Dann hat ja Mechthild, als wir telefonierten, sagte sie dann noch, wenn die Möglichkeit besteht, die Urne noch zu bemalen, das macht viel aus. Und wir haben das gemacht. Wir haben die Handabdrücke, unsere eigenen Handabdrücke in Blau und Weiß auf die Urne gedrückt. Und alleine das Ritual war schon eine unglaubliche Erleichterung. Aber am nächsten Tag auf dem Friedhof, als dann da die Kapellentür aufging. Ja, ich weiß, wie der aussieht. Man muss ihn wirklich präsentieren. Diese Urne da stand. Ja, schrecklich war das, aber das hatte den schlimmsten Schrecken verloren.
Das war jetzt unsere. Es sind ein paar Monate vergangen. Eine schwere Zeit liegt hinter der Familie. Es gab viele Momente, die zum ersten Mal ohne Olli stattfanden. Geburtstage, das Vater-Kind-Zelten. Zum traditionellen Sommerfest mit seinen Freunden Ende August gehen Christiane, Helena und Antonia trotzdem hin. Da war jeden Freitag in der Hütte, wenn Schalke gespielt hat, ganz klar immer Fußball gucken, immer jegliche Partys. Also wir sagen, beim Zelten haben wir immer gesagt, ist wie Familie. Also wenn man hier so hinkommt, das ist so eine große Familie. Ich glaube, für Papa war das auch so. Und wenn du jetzt hier bist, so, wie präsent ist der Papa dann? Also der ist schon immer noch irgendwie da. Halt, den sehen wir ihn nicht mehr, aber ja, man fühlt das halt irgendwie, weil der gehört hier immer dazu. Der wird immer dazu gehören und der wird immer dabei sein. Hier fühle ich mich wohl. Auch wenn so der Papa nicht mehr da ist, man merkt es, aber es geht. Jemand hat mir gesagt, und ich weiß gar nicht, ob das Mechthild war oder ob das nicht doch jemand anders war, dass wenn Kinder trauern, ist das wie durch Pfützen springen. Also die springen von eine Pfütze rein, aber dann noch wieder raus und irgendwann kommt wieder eine Pfütze und dann ist das wieder Trauer. Aber ganz viele Strecken sind doch ohne Pfützen. Und bei mir ist das noch mal ganz was anderes. Das ist so ein dauerhafteres Gefühl. Und es sind auch nicht so einzelne Pfützen, wo man da reinspringt, sondern mehr wie so eine Welle, die einen dann so mitreißt. Und das ist ganz schön heftig. Ja, und ansonsten, vielleicht werden die Wellen ja mal ein bisschen sanfter. Schaut mal einfach, welches Taschentuch ihr gebraucht hättet damals in der Zeit, wo der Papa gestorben ist. Ja. Eigentlich lacht man, obwohl der Papa gestorben ist. Genau. Ja. Wir haben so eine Gruppe auch, wir Mädels von der Trauergruppe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hat irgendeiner gefragt, warum das denn immer uns passiert. Und dann habe ich geschrieben, irgendwer, der dafür sorgt, dass jemand stirbt. Ich meine, ich glaube, er ist nicht ein Gott, aber ich glaube, dass er irgendwas ist. Der sucht sich ja die Leute aus, die damit fertig werden können. Und deswegen glaube ich auch, dass wir damit fertig werden können, dass wir starke Persönlichkeiten sind. Und das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ist einfach so. Und ja, deswegen glaube ich, dass wir das schaffen und deswegen wurden wir halt ausgesucht. Findest du das auch so, dass du ausgesucht worden bist, weil du damit besser fertig wirst? Nein, ich bin nicht ausgesucht worden. Ich glaube, einfach shit happens und da muss man damit umgehen. Und jeder muss irgendwie versuchen, mit seinem eigenen Leid und seinem eigenen Elend zu arbeiten und umgehen zu können. Und je mehr ich mich auseinandersetze und bereit bin, damit umzugehen, umso einfacher wird es auch. Das ist Papier mit Zauberkraft. Okay. Und da kann man sich nämlich was wünschen. Das heißt, es ist dann, nein, gar nicht. Ich habe einen Umschlag für Papa.